body stealing covers. I like to drink to myself, so I'ma have another. No, I don't need a hand to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes I just want somebody to talk to, someone that's on my mind. I want something that's all cool. Hier und es ist auch voll groß, also richtig viel Auswahl. Und ja, ich war heute schon einkaufen. Ich würde euch den Einkauf jetzt zeigen, weil ich habe voll coole Sachen gekauft. Und zwar, ich suche schon überall nach Sportsets, so wie das, was ich jetzt anhabe. Das habe ich übrigens auch von H&M. Das ist so ein Lavendel, ziemlich süß. Und sowas suche ich schon länger. Mehr Sachen, die mir gefallen, zum Trainieren. Und ja, und dann war ich H&M und habe mir ein paar Sachen gefunden. Ne? Also ihr seht dann hier wieder ein Video, wie das aussieht, wenn ich es trage. Meine Katzen spielen gerade, also einfach irgendwie. Und zwar suche ich schon länger so einen coolen Braunton zum Trainieren, weil ich liebe Brauntöne, aber habe fast gar nichts im Kleiderschrank. Und da habe ich mir bei H&M Hose gefunden. Ich muss sagen, die Hose ist echt super. Also ich habe sie anprobiert und die ist echt angenehm. Und dazu habe ich mir ein T-Shirt gefunden, beziehungsweise ein Sport-BH. Und das Set, ihr seht es jetzt eh hier, sieht voll süß aus. Also die Farbe alleine, ich meine, die Farbe ist nicht die gleiche wie die Hose, aber die passt zusammen und ich fühle mich wohl und es sieht einfach toll aus. Dann bei H&M habe ich natürlich weiter geguckt, was ich noch so finden kann. Und ich habe mir das gefunden. Es ist ein so knalliges Sportset. Die Hose ist jetzt ein bisschen kürzer. Die vorige war ja so eine Radlerhose. Die ist ein bisschen kürzer. Und das Oberteil ist auch wie ein Sport-BH, beziehungsweise da muss man drunter noch ein Sport-BH anziehen, weil das supportet nicht so. Aber ihr seht es jetzt eh hier, sieht voll cute aus und voll, ich weiß nicht, frischer. Weil ich ziehe sonst nur immer so dunkle Sachen oder so an und ich habe mir gedacht, ich ziehe mal hellere Sachen an. Und ja, das Set ist mega cute. Das war es eigentlich schon bei der H&M, also habe ich mir zwei Sportsets gekauft. Hat 44 Euro gekostet, die beiden. Also echt nicht schlimm. Und dann bei Mr. Lady. Also ich war vorher bei Mr. Lady, aber ich wollte das Set gleich zeigen. Bei Mr. Lady habe ich mir Bikini gefunden. Ein Oberteil leider nur, weil die Hose war... Ich weiß nicht, Bikini-Hosen, da habe ich mehr Ansprüche als bei den Oberteilen. Bei den Oberteilen habe ich nur Anspruch, dass es gut aussehen muss. Aber ja, das Oberteil habe ich mir gekauft. Das ist so ein schönes Lila. Ich glaube, ihr seht es jetzt nicht so. Ne, die Kamera nimmt es jetzt nicht so auf, aber das ist so ein schönes Lila. Und dafür brauche ich jetzt noch eine Hose. Da habe ich keine gefunden. Und da werde ich mir, glaube ich, so eine weiße High-Waist-Hose holen oder so. Ich trage jetzt immer so eine pinke Hose dazu. Ich weiß nicht, wenn ich ein Bild habe, blende ich es hier kurz ein. Und ja, da hole ich mir aber jetzt eine weiße Hose noch. Und bei Mr. Lady habe ich mir noch einen Sport-BH gefunden. Ich weiß nicht,
Zurzeit trage ich echt gerne Sportsachen, weil ich will wieder trainieren gehen und so motiviere ich mich, wenn ich schöne Sachen kaufe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja. Und zwar diesen. Das ist so ein schönes Lila auch. Und hinten so verkreuzt. Und ja, der ist echt voll süß und der supportet echt toll. Ich probiere nämlich die Sache immer gleich an. Und der hat nur 10 Euro gekostet, weil er im Sale war. Beziehungsweise, nein, nicht 10 Euro, auf den Sale-Preis nochmal die Hälfte, also 5 Euro nur. Und der ist aber richtig, richtig cute. Also die Farbe und alles ist einfach göttlich. Und ich kann den, glaube ich, theoretisch auch... Ja, ich kann den theoretisch auch mit den Oberteil an, mit dem Unterteil anziehen. Weil das ist auch so ein lila Lavendel. Und ja, das kann ich zum Beispiel, auch machen. Und finde ich voll süß. Und dann bei Mr. Lady habe ich mir noch ein Unterwäscheset gekauft. Das ja, zeige ich euch auch, aber ich probiere es nicht an. Also ich habe es schon anprobiert, aber ihr werdet jetzt kein Video sehen. Und zwar diese Unterwäsche. Ich habe es so süß gefunden, weil einfach die Akzente von den Rosa habe ich so süß gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, das Set muss ich mir kaufen. Und ja, so sieht es aus. Und eben das Türkisblau, was auch immer, Petrol, mag ich auch voll. Und einfach die Akzente machen das alles so süß. Und ja, das habe ich mir gekauft und eben das Unterteil dazu. Und das war es eigentlich von dem Mini-Haul wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!